die Christine und ich sind beide in der RISC Software GmbH in der Abteilung Logistik Informatik als Data Scientist tätig. Und mit dem Wissen und den Fähigkeiten, die wir im Laufe des Studiums erworben haben, war es für uns im Prinzip kein Problem, in das Berufsleben einzusteigen. Und wir haben dadurch auch einige Möglichkeiten bekommen, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und aktuell arbeiten wir in unterschiedlichsten Forschungs- und Kundenprojekten in den Bereichen Medizin, Handel und Industrie. Begonnen hat das Ganze bei mir in der Abteilung Medizininformatik als Softwareentwicklerin. Mittlerweile habe ich mich aber spezialisiert auf den Bereich Natural Language Processing. Ich bin erst während meines Masterstudiums in die RISC Software GmbH gekommen und habe mich mehr auf den Bereich Optimierung spezialisiert. Da arbeite ich gerade in meinem PhD, wo ich mich unter anderem beschäftige mit dem Einsatz von datengetriebenen Methoden für die Lösung von komplexen kombinatorischen Optimierungsproblemen. Und die solide technische Ausbildung, die ich in Hagenbeck bekommen habe, hilft mir in meinem täglichen Leben einfach so viel weiter, in meiner täglichen Arbeit, in der Forschung und auch bei Fachvorträgen natürlich. Das Schöne ist, man lernt einfach ständig dazu, aber das in Hagenbeck erworbene Wissen und das technische Know-how ist einfach die Grundlage für alles. Ja, wir haben beide eine Gymnatura gemacht und dementsprechend kein technisches Vorwissen und keine Programmierkenntnisse gehabt. Dementsprechend war gerade im Studium sehr viel Neues für uns dabei. Ja, und von dem her war es auch ein gewisser Aufwand, dass man alle Übungen macht und dass man die ganzen technischen Grundlagen lernt, aber die Wissensvermittlung in Hagenberg ist einfach wirklich gut und die Professoren gehen auf alle Fragen ein und man sitzt gemeinsam mit den Studienkollegen zusammen und macht die Übungen und dadurch lernt man einfach irrsinnig viel.